Hey Leute und willkommen zurück zu, ich will immer Garry's Mod sagen, GTA 5 mit dem Snakey HD, der gerade Vitamine zu sich nimmt. Hallo? Brauch noch kurz. Bist du ein schlechter Gastgeber? Ich komme hier rein und du zündest dir erstmal so ein Vitamin, eine Vitamin-Didgeridoo an. Okay, ich bin wieder da jetzt. Dann gönne ich mir mal ein Schlückchen. Von der Limonade hier. Und was haben wir heute vor? Erzähl du, weil du bist der Planer. Genau, wir haben jetzt... Oh mein Gott, es verzerrt sich alles. Genau, wir haben jetzt beide genug Level, um den ersten Heist zu starten. Beziehungsweise die Vorbereitung und mein erster Wecker klingelt. Ich hab's gehört. Und mein Handy klingelt wie in-game wieder. Jawohl, perfekt. Wie gerade eben. Und wir werden nur gestört. Kaum fangen wir das Aufnehmen an. Ich mach mal gerade alle zusätzlichen Wecker für gleich noch aus. Wie viele Wecker hast denn du bitte? So, passt jetzt. Ja. Okay. Gut, wir müssen hier oben in den Raum einmal. Ich glaube, der erste heißt aber auch kostenlos für den, der, sag ich mal, als Anführer mitmacht. Okay. Raubüberfall als Anführer starten. Ja, ich drück mal E. Oh. Auf einmal ist der ganze verzerrte Bildschirm wieder normal. Weil ich schwer befürchte, dass wir zu zweit nicht weit kommen. Doch, das ist nur für zu zweit. Ach so. Zumindest der ist erste jetzt. Spieler 2. Das ist die Vorbereitung zum Überfall auf die Fliegerbank oder Fließerbank. Also ich nehme mal meinen Spezialkarabiner. Und wir machen auf schwer. Was? Ja, aber so, sonst würden wir nur halbe Erfahrung kriegen und Geld. Ja, dann mach doch lieber normal. Aber bei schwer, da haben wir uns vorhin schon... Lass mal für den ersten heißt normal. Okay, okay. Für den Anfänger, tu du. Okay. Ich habe auch noch keinen gemacht, muss man sagen. Okay, dann sind wir beide Anfänger, dann... Ist umso wichtiger, auf normal zu lassen. Ich hab von jedem Heist mal so stückchenweise was gesehen. Aber von mir ist ganz zu Anfang. Ja. Aber was, ich denke, was für eine Waffe nimmst du? Spezialkarabiner. Also Schalldämpfer und ein normales, so kleines Scope drauf. Ja, ich auch. Wo man sowieso nicht durchgucken kann. So, ich klopf irgendwo. Du machst mir auch. Jetzt kommst du nochmal rein bei mir. Ich hab immer noch ein blaues Auge. Du bist also in der Zwischenzeit rausgegangen. Ah, hi Lester! Der kann ja doch laufen. Sein Stock. Der ist einfach nur faul wahrscheinlich. Wanderstöckchen, der hat das Laufen verlernt zu haben. Oder ein Bein ist immer eingeschlafen. Der kriegt bestimmt dann 80% oder so von unserem Überfall. Der Wichser. Ich habe einen Cousin, der schaut ähnlich aus. Hat nur nicht mehr ganz so viele Haare. Erschreckend ähnlich, leider. Und das Spiel hat ausnahmsweise mal nicht davor stehen, irgendwie. Ähnlichkeiten zu in Wirklichkeit bestehenden Personen sind zufällig. Aber wir sind uns trotzdem immer noch verdammt ähnlich. Ja, irgendwie schon, oder? Nur, dass ich eindeutig der Coolere bin. Echt? Mit dem Chulu-Outfit. Du hast so Gamla-Sachen an, einfach. Ach was, eine gelbe Chino-Hose. Was ist los? Ich kannte das Wort vor GTA noch nicht mal. Chino? Ja. Echt? Was ist das? Das sind diese Hosen, also diese farbigen Hosen, die etwas dünner sind als Jeans und auch einen anderen Stoff haben als Jeans. Okay. Das ist so, denke ich mal, normaler Baumwollstoff eigentlich. Oder nee, nicht Baumwolle. Also das ist ganz dünne, ich weiß, was du meinst. Aber ich habe auch so eine an, um der To-Do-Pille gerecht zu werden. Die sehen halt so ähnlich aus wie Jeans, sind halt nur dünner und ich finde auch gemütlicher in Wirklichkeit, aber ich trage trotzdem immer Jeans. Also, ich gehe mal davon aus, wir sollen in Lesters Auto steigen. Genau. Ah, okay, du bist schon mal Beifahrer, das ist, ach, das ist verdammt. Ganz cool. Ah, nee, doch, du bist Fahrer. Ja, willst du Beifahrer machen? Da musst du nämlich noch mal was machen gleich auf der Fahrt irgendwann. Ich kann nicht mehr aussteigen. Okay, dann fährst du. Verdammt! Versuch mal, das Auto möglichst heil zu lassen. Okay. Weißt du nicht, ob das jetzt unser Fluchtfahrzeug ist? Nein, nein. Wir machen jetzt eh nur die Vorbereitung gerade. Ach so, na dann kann ich ja ordentlich fetzen. Also jeder heißt es sozusagen auch in verschiedene Phasen eingeteilt. Hier, das Lied passt doch.
Noch gut ist Untertitel. Kann man immer noch mitlesen, wenn wir reden. Ja, ich muss ehrlich gestehen, bei manchen Dialekten oder Akzenten habe ich, verstehe ich kein Wort. Das ist eine Drehung. Wenn die russischen Charaktere Englisch reden in GTA, da versteht man es noch ganz gut, finde ich. Ja. Weil die so voll langsam und träge reden. Wie in GTA 4. What do you want, Blair? Deswegen versteht jeder Deutsche direkt. Ja. Ja, die Russen sind gut. Alter, wenn die Karre sich mal dreht, dann ordentlich. Oha. Das stimmt hier. Yeah. Oh, ich glaube, die hat eine Waffe am Kopf gehalten. Fahr. Ich seh's. Fahr schneller. Fahr doch du! Fahr! Was ist los, Lester? Oh, deine Hand ist gebrochen. Echt? Wie das aussieht. So schlimm. Yeah. Ich bin der Kopfnicker. Kopfnicker! Wie geht das? Ja, mit X auf der Tastatur. Ah, okay, da duckst du dich, ne? Ja. Oh, wir sind ja schon da. Ja, die Fliegerbank. Nein! Ja, du musst da reinfahren im Kreis. Also drehst schon. Okay. Ach, die Bank überfallen wir, ja? Genau. Small Joint? Ja. Machen wir die Musik wieder aus. The boxes are in the back behind the safe door. We want box number 167. Yeah, it's right von einem Schließfach den Inhalt? Works for you. You can get out quick, ja. But it'll also work for the cops. Speed up their response time. Okay? Okay. Enough of this paper crap. Let's go to the garment factory. Was machen wir jetzt bei der Fabrik? Now, das ist seine Hauptzentrale sozusagen. 5 Kilometer ist mit der Dreckskarre. Ja. Ist der behindert? Ja, ist er. Er hockt ja im Rollstuhl. So, und ich darf jetzt was hacken übrigens. Während ich fahre? Ja, mit meinem Handy halt. Sozusagen. Der hat mir so eine Software aufs Handy gespielt, um die Firewall zu hacken. Cool, du hast eine Hacker-App. Alles klar, ich fang mal an. Kannst ja mal von deiner Ex-Freundin die Bilder aufs Handy ziehen. Das ist halt ungefähr so gemacht wie Snake. So mäßig, dass du... Ja, ich musste dich immer so ein Terminal hacken von dem Türschloss. Und das war so Brute Force-mäßig. Also sind so Zahlen. Also war so ein lustiges Minispiel eigentlich. Ganz simpel. Ja, hier auch ganz simpel. Einfach nur, du drückst A, um das zu starten auf dem Controller. Und dann musst du einfach mit dem Stick bewegen, wo das lang soll, wie so Snake-mäßig. Wow, die haben hier gerade einen Unfall gebaut. Und hier lenken die Autos rum. Oh, nicht gut. Du merkst, mein Controller vibriert. Zusätzlicher Schwierigkeitsgrad. Ja. Ich spiele zum Beispiel mit Controller und Tastatur und ja, tu du nur mit Tastatur, glaube ich. Und Maus. Im Moment, ja. Oh, da kam ein Auto angeflogen. Flogen? Der ist einfach vom Himmel gefallen. Und da ist ein Motorrad geschwebt, und da hebt ein Auto ab. Was ist hier los, ey? Die Magie. Und ich sehe nichts, weil ich da hacken muss auf meinem Handy. Das ist gerade sehr lustig. Das erinnert mich auch wieder an altes Live, wenn du so die Karren, das Fliegen an. Da fährt ein Motorrad auf meiner Spur. Du hackst anscheinend gerade das ganze Spiel. So, jetzt bin ich da. Bei mir ist alles normal. Ja, jetzt gerade ist alles normal, ja. Irgendwelche Drogen genommen? Nein, dein Hack hat das ganze Spiel gehackt, glaube ich. Bist du sicher? Ja. Da, links wieder ein Auto teleportiert. Ey! Bei mir ist alles normal. What? Nice. Ach je. Was? Hatten die Waffen? Nö. Ich hab nur mal aus Frust geschossen. Wo fährst du hin? Meine Map ist verschwunden. Ja, du musst hier rechts, glaube ich, rein. Ja? Oder sind wir schon richtig von hier? Ich kann aber noch nicht aussteigen. Oh, hier teleportiert sich wieder alles. Perfekt. Aber es startet irgendwas. Fehlgeschlagen? Ach, weil ich rumgeschossen. No. Nein, oder? Nicht im Ernst. Okay, dann fahr ich die Sword, du Hex. Nicht im Ernst.
Ach komm. Egal, einfach warten. Das fängt dann von neu an. Oh Mann, okay, ich hab draus gelernt. Oh je. Ich hab da nur aus Spaß geschossen. Ich wollte doch niemanden ernsthaft verletzen. Erzählen Sie das dem Richter. Ja, werde ich. Haben das Recht zu schreien. Ich höre gerade Yoshi-Musik. Ich höre gar nichts. Passt gerade sehr gut in den Ladevorgang. Bin echt mal gespannt darauf, das zu sehen. Den Ladevorgang, ja, da sind die Zuschauer auch gespannt auf den Ladevorgang hinzusehen. Generell, das Spiel mit den Musiktiteln unterlegt. Bei mir ist es fertig gerade. Ja, wir gehen aus dem Apartment raus. Wo ist der Lester? Da kommt, ist glaube ich im Auto schon. Ach, da steht er. Der ist ein bisschen schneller als wir. Okay, du fährst. Nicht einsteigen, ich muss vor dir. Perfekt. Nein, nein, doch. Boah, Glück gehabt. Boah, wow, das leckt gerade, echt? Alter, ja, Mann. Ich lese bei mir noch nicht bin eingefroren vorm Auto. Ja? Der Lester sieht auch ganz. Wo hat er seinen Gehstock hin? Keine Ahnung, der verschwindet. Du stehst bei mir in der Tür von Lester. Also, ich stehe noch davor. Aber du fährst mit. Du hängst bei mir in der Luft neben dem Auto und du fährst mit. Schwebst du. Ach, du fährst schon? Ja? Bei mir stehst du noch. Bei mir steht aber auch. Oh Gott. Ah, jetzt? Hä? Schon nee. Wieder. So, ich kann die Tür... ich kann so fake einsteigen. Verarscht. Du bist jetzt hinten beim Dings, beim Apartment und ich stehe auf der Kreuzung. Oh, jetzt ist das Auto weg. Die Tür liegt noch da. Was? Die Tür liegt bei mir. Was laberst du? Jetzt, da liegt die Tür bei mir. Die Tür liegt direkt rechts von mir jetzt. Nein, lüg nicht. Doch. Komm her gefahren. Ach, hier. Da stehst du. Und rechts von mir ist die Tür. Du bist gut drüber gelaufen. So, jetzt bin ich drin. Okay. Was war das? Ja, auf einmal verschwindet das Auto und einfach die Tür liegt noch da. Ja, wir waren gerade irgendwie an verschiedenen Stellen in der gleichen Welt. So. Ja, irgendwie schon. Ich war in einem anderen Paralleluniversum. Strange. Was machst denn du? Was? Bist bei mir gegen die... Ich glaube, das Ding sind gerade. Bist gegen die Wand gefahren und stehst jetzt da. Kann sein. Was ist hier los? Ah, jetzt fährt er wieder. Aber das Auto fährt sich eigentlich ganz gut. Sieht hässlich aus, aber fährt. Ah, jetzt kann ich dir auch den Mittelfinger zeigen. Arsch! Ich kann's auch beim Fahren. Arsch. Bäm! Arsch! 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 Fahr lieber! Ja, er. Wie der Mr. Bean-Film. Hallo! Hallo! Ich auch. Hallo! Ich schnick's mit Unfall bauen. Ja, Lester, tut mir leid, dass ich dein Auto ein bisschen kaputt gemacht habe. Hallo! Oder war das nicht der Autofilm? Ich hab's Radio angemacht, Weg, weg. Ich höre nix, ich hab Musik aus. Bei mir kam gerade die Musik von Rave Race 64. Ich habe kein Hintergrundgeräusch, bis auf das Auto, die freifahrenden Autos und Lester seine Stimme. Ja, wobei Lester seine Stimme fast dominant ist. Alter, wie sieht das Auto aus? Was hast denn du gemacht? Keine Ahnung. Wir sind da. Bremsweg, like a boss. Okay, jetzt werde ich hacken. Du bist Meister Hacker! Ich hack eure Hackfleisch und Hosen. Hackfleisch. Der Hackfleisch zerhackende Hesse. Nee, der Hackfleisch hassende Zerhacker. So, genau. Hackfleisch hassende Zerhacker. Hackfleisch hating hacking hacker. Mein Lied passt gerade gar nicht. Ich muss ja was anderes außer irgendwelche Nintendo 64 Musik runterladen. Aber copyright frei halt. Fry. So viel Futurama geguckt. Fry. bis jetzt darf ich noch nichts hacken. Das kommt jetzt gleich. Ah, jetzt. Ich kann sogar dir zugucken auf dem Handy, wie du das machst. Das sieht sogar echt genauso aus auf dem Handybildschirm, wie wenn du das spielst. Ach, halt, ich muss ans Ziel, oder was?
Genau. Lester hat gerade gesagt, you kill me before my jeans do. Auch gut. Okay, ich hab's gehackt. Kommt noch eins und noch eins. Hüpf. Hüpf. Dazu die... Oh, Mann. Auto fährt maximal 90 Meilen pro Stunde, schon langsam. Dazu die Musik von einem Tempel aus Ocarina of Time. Okay, das verbreitet vielleicht doch Entspannung. Absolut. I'm calling Paige. Ah, she's my assistant. First she's gonna get us what we need. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verplappert und es ist von Major's Mask. So viel Erfahrung habe ich leider nicht mit Zelda-Spielen. Ich habe jetzt erst Major's Mask wieder am 3DS durchgespielt. Ich bereue es eigentlich, dass ich die Spiele kaum gespielt habe. Kauf dir 3DS und hol's nach. Ich will beide. Mein 2DS im Moment leider sogar verkaufen. Ja, 2DS würde ich auch verkaufen. Den kannst du höchstens als Türkeil benutzen. Dafür hat er die perfekte Form. Oh, der hat Dodge-Stücke gezeigt gerade in dem Dodge. Also, jetzt habe ich alle gehackt. Jetzt bin ich auch wieder da. Fickt euch! Fickt euch! Oh, fahr mal schön rein, genau. Fuck you! Oh, mein Controller ist ausgegangen. Fahr mal weiter. Alter, schon wieder. Ey, was... Hallo. Mein Controller geht die ganze Zeit aus. So, jetzt geht's wieder.